Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir ist aufgefallen, dass ich satte 499 Videos online habe, was eine ganze Menge ist. Sprich, das nächste Video, was ich jetzt online schalten würde, wäre halt das 500. Video. Und da habe ich mir gedacht, was kann man denn für ein 500. Video ist ja was Besonderes irgendwie. Ich bin auch ziemlich überrascht, auch ziemlich stolz drauf, dass ich so viele Videos schon gemacht habe. Macht ja auch immer noch einen riesen Spaß. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, könnte ich als 500. Video halt die erste Folge meiner Comic-Sammlungspräsentation online stellen. Ich hatte ja erzählt, in einigen Livestreams habe ich das erwähnt, dass ich halt meine Comics-Sammlung, also die habe ich ja, es gibt ja schon ein paar Teile meiner Comics-Sammlung hier auf dem Kanal, die werden auch online bleiben, aber ich wollte das Ganze ja nochmal neu starten, weil ich damals halt eine schlechtere Kamera, schlechteres Licht, schlechterer Ton und so zur Verfügung hatte und das will ich halt mal besser präsentieren und deswegen wollte ich ja neu starten. Jetzt habe ich halt überlegt, womit fängst du denn an? Und da es jetzt der Zufall so will, dass die Tage, wo ich das jetzt hier aufnehme, mein Sohn auch bei mir ist und der ein paar seiner Lucky Luke oder seine, der hat nicht so viele, seine kompletten Lucky Luke Bände dabei hat. Ja, dadurch habe ich mir gedacht, kann ich ja die Lucky Luke Bände von mir präsentieren und halt von ihm auch noch mit in eine Folge. Also heute der Start dieses sozusagen Neustarts meiner Comicsammlung, der Start dieser Reihe beginnt jetzt halt mit Lucky Luke. Was habe ich von Lucky Luke? Die meisten Sachen, die ich jetzt präsentiere, stammen noch aus meiner Kindheit. Einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel dieses erste hier, habe ich mir mal nachgekauft. Deswegen ist es auch so eine Special Edition. Und zwar Band 15, die Postkutsche. Das ist auch tatsächlich die erste Ausgabe der Lucky Luke-Reihe bei Ehapa. Warum fangen die mit Band 15 an? Weil das vorher bei einigen anderen deutschen Verlagen kam und der letzte Verlag, der das vor Ehapa gemacht hatte, der hatte halt 14 Bände gebracht. Und Ehapa hat dann damals 1977 mit der 15, also mit dieser Nummerierung übernommen und mit der 15 weitergemacht und dann rückwirkend die anderen Bände innerhalb ihres Runs sozusagen veröffentlicht. Das hier ist halt nicht mehr von 1977, sondern eine Neuauflage, ich glaube von 96. Genau. Guck ich mal nach, ne? Ja, von 96 habe ich mir mal auf dem Trödelmarkt vor einiger Zeit geholt. Jetzt kommen wir wieder zu einem Band, was aus meiner ursprünglichen Sammlung stammt. Dementsprechend sieht das auch nicht mehr so toll aus, weil man halt als Kind immer, ja, also oder ich nicht so gut damit umgegangen bin. Ich war damals halt noch nicht so der Sammler. Ich habe das halt gelesen, ist auch mal unterm Kopfkissen, also abends gelesen, unterm Kopfkissen gelandet. Da haben wir hier die Daltons brechen aus. Der größte Teil meiner Lucky Luke Sammlung handelt auch von diesen Daltons Bänden. Halt einige, die ich jetzt nachgekauft habe, nicht. Und ich selber hatte damals auch zwei, drei Bände, die nicht von den Daltons handelten, aber ansonsten habe ich mir eigentlich nur die Daltons-Bände geholt, weil die Daltons halt auch cool sind. Also ich mag sie sehr gerne. Das ist auch so ein Nachdruck, so eine Neuauflage, der aber eben auch aus den 90ern ist. Und hier Band 19, Reitet für die 20. Kavallerie, hat also auch diese Special Edition, diesen Banner oder dieses Banner da drauf, habe ich mir halt auch mal auf den Trödelmarkt geholt. Dann wieder eins aus meiner ursprünglichen Sammlung. Und das hier, Band 22, Calamity Jane, ist halt mein erster Band. Das ist eine von diesen Ausnahmen, die ich in meiner Ursammlung hatte, die halt nicht mit den Daltons zu tun haben. Calamity Jane war mein erster Band und seitdem habe ich das halt nicht lückenlos verfolgt, sondern mir immer mal Bände geholt und fast alle zu Taschengeldzeiten. Wie auch diesen Band, Band Nummer 21, das war übrigens 22, verkehrte Reihenfolge,
werde ich natürlich im Nachhinein richtig einsortieren. Vetternwirtschaft, die Daltons, wie gesagt, sind so meine Favoriten und die basieren halt auf realen Personen. Also es gab halt in Wirklichkeit auch die Daltons, halt nicht die Daltons, die man aus Lucky Luke kennt. Und in diesem Band hier wird dann halt erklärt, hat der Autor Morris halt so getan, als wären diese Daltons halt von den echten Daltons die Vettern. Und das wird hier sehr schön dargestellt. Ja, und dann geht's so weiter, auch aus meiner Ursammlung, den Daltons auf der Spur. Also wie gesagt, ich habe mich dann halt konkret auf diese Dalton-Bände konzentriert, bis auf ein paar Ausnahmen, die ich gleich noch zeige. Und bei den neuen Sachen eben auch ein paar andere Bände. Hätte auch Lust, da tatsächlich nachzulegen bei Lucky Luke. Werde da wohl in die Richtung gehen, wenn ich mal wieder auf dem Trödelmarkt bin, dass ich immer da nach diesen Bänden schaue. Hier auch aus meiner Ursammlung und noch in einem super Zustand eigentlich. Also nicht alle von meinen Bänden, die ich ursprünglich hatte, sehen jetzt schlecht aus. Hier auch wieder so ein Dalton-Band, Band 30, die Daltons bewähren sich. Also ich mochte halt diese Geschichten am liebsten. Das, der nächste Band hier, nee, der noch nicht. Da kommen wir noch zu, auch wieder so ein Dalton-Band. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, dazu kommen wir noch gleich. Aber vorher halt auch hier eins dieser Ausnahmebänder aus meiner Ursammlung, Billy the Kid. Also diese beiden, es gibt ja zwei Billy the Kid, es gibt glaube ich sogar drei Billy the Kid Bände, beziehungsweise in der dritten Geschichte kommt er glaube ich noch vor. Kane zum Beispiel kennt sich aus, der kann mir das ja mal reinschreiben. Ich habe aber diese beiden Hauptbände und halt diesen Billy the Kid, basiert halt auch auf einer realen Person. Billy the Kid gab es ja auch. Das war dann halt so eine Ausnahme, ne? Wo ich mal nicht zu einem Dalton-Band gegriffen habe. Hier dann auch schon in so einer Neuauflage auch, habe ich auch vom Trödelmarkt, Band 39 ist dann halt auch ein Nicht-Dalton-Band. So, und jetzt kommen wir zu dem Band, den ich halt eben ansprechen wollte. Das hier zum Beispiel ist halt auch kein Dalton-Band. Und der stammt auch eigentlich nicht aus meiner Ursammlung, sondern aus der Ursammlung meines Bruders, beziehungsweise er hatte halt ein paar Bände und diesen Band hat er halt mir irgendwann mal gegeben, weil der das nicht mehr liest und also schon vor Urzeiten. Und ja, habe ich natürlich behalten. Ne? Das war ja halt so ein Band, den er dann hatte. Daisy Town ist ja, glaube ich, auch verfilmt worden. Wobei ich dann die ganzen Lucky Luke-Filme habe ich zwar fast alle gesehen, aber jetzt nicht im Kopf habe, welche Sachen da alle verfilmt wurden. Das wäre halt der zweite Billy the Kid-Band aus meiner Ursammlung, der halt in dem ersten Band hat er ihn halt in den Knast gebracht, kennengelernt und in den Knast gebracht und hier muss er ihn halt überführen, ich glaube, zu einer Gerichtsverhandlung oder zu einem anderen Gefängnis, muss ich nochmal lesen, habe ich auch lange nicht gelesen, auch in einem guten Zustand. Dann kommen wir langsam, ja, noch nicht ganz zum Ende meiner eigentlichen Hauptsammlung, dann habe ich halt hier nochmal Ma Dalton, da wird dann auch die Mutter der Daltons halt eingeführt, auch ein Charakter, der dann später nochmal wiederkehrt. Dann weiß ich noch, habe ich mir mal am Flughafen geholt und dann halt im Urlaub gelesen und im Flugzeug und hier und da wirklich oft gelesen, die Daltons und der Psychodoc. Das war lange Zeit mein letzter Band 54. Da gucken wir mal, von welchem Jahr der ist, wann der bei uns rausgekommen ist. Also 1988, wobei ich den aber, glaube ich, auch später gekauft. Ja, das könnte hinkommen. Also 1988 war ich dann vielleicht auch schon wieder bei den Daltons raus. Da war es ja auch dann die große Superheldenphase schon dran. War lange Zeit mein letzter Band. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar, die ich halt auch auf dem Trödelmarkt nachträglich gekauft habe. Band 57, der Kaiser von Amerika. Da kriegt man die immer noch gut. Dann hier noch Band 78, die Reiseschlacht.
ist halt auch mal auf so einem Trödelmarkt mitgenommen worden in den letzten Jahren. Und dann habe ich ja eben gesagt, mein eigentlich letzter Band von diesem Band 54, den wir gerade hatten, der lange Zeit halt mein letzter Band war, jetzt außer diese Flohmarktkäufe habe ich ja erst in den letzten Jahren gemacht, habe ich dann 2015 tatsächlich nochmal regulär eingekauft. Und zwar hier mein Onkel, die Daltons, wo halt der Neffe dann irgendwie vorkommt und so. Der ist halt aus dem Jahre 2015, da habe ich mal wieder, wollte ich einfach mal wieder Lucky Luke lesen. War damals halt der brandaktuelle Band, aber mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre vergangen. Da bin ich aber halt am Überlegen, ob ich die mal auffrische. Dann war es das mit meiner eigentlichen Sammlung. Jetzt kommen noch 3 Bände, die halt meinem Sohn gehören, die ich halt hier mitpräsentiere. Der hat halt noch Band 33. Der einarmige Bandit hatte sich auf der Kölner Messe geholt und bietet sich jetzt halt an, das mitzupräsentieren. Und dann hat er, was ich halt gar nicht habe, hat er sich halt auch 2 Hardcover noch geholt. Die gibt es ja auch im Hardcover. Ich weiß gar nicht, wie teuer die da sind. Aber auch nicht schlecht, ne? Der Galgenstrick und andere Geschichten ist halt Band 42. Das sind so mehrere Kurzgeschichten. Ich hoffe, dass es auch nicht zu sehr spiegelt. Dann, der wäre halt auch für mich interessant gewesen. Kann ich aber auch so natürlich dann lesen. Da ist er ja recht großzügig und er kann meine Sachen lesen. Haben wir hier dann als abschließenden Band auch noch von meinem Sohn Lucky Luke, die Dalton Ballade und andere Geschichten, auch wieder so ein paar Kurzgeschichten, Band 49. Das war es jetzt mit der ersten Folge, die sich jetzt einfach anbot. Das 500. Video. Meine erste Folge des Restarts meiner Comicsammlung. Im November und Dezember werden spätestens weitere Folgen kommen. Vielleicht schaffe ich auch noch eine diesen Monat, muss ich mal gucken. Aber ich bin ja im Moment ein bisschen am Vorarbeiten. Aber da kommen auf jeden Fall auch weitere Folgen meiner Comicsammlung. Schreibt ihr mir mal rein, was ihr so von Lucky Luke habt, ob ihr das überhaupt mal gelesen habt, ob euch das interessiert, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt, dass ich meine Comicsammlung wieder anfange zu präsentieren und so weiter. Würde mich über jeden Kommentar freuen, über jedes Like freue ich mich und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Vor allem einen schönen Abend, weil das Video wahrscheinlich abends kommen wird. Und natürlich aber auch einen schönen Tag. Das ist ja, das könnt ihr ja tagtäglich gucken, sozusagen. Also ja, und jetzt verhedder ich mich wieder und also mit dem Verabschieden, da brauche ich immer lang, ne? Ja, dann sage ich mal, bis die Tage. Ciao.